Et gibt ein Rezept, wie ich in ein paar Jahren Europa nicht aufbauen kann. Das Rezept ist eine Erneuerung von der europäischen Familie. Wir müssen der Familie eine Struktur geben, für dass sie kann in Frieden, Sicherheit und Freiheit leben kann. Wir müssen eine Sorte Vereinigte Staaten von Europa aufbauen. Das sind nicht meine Worte. Mit Sinde vom großen Winston Churchill. Das ist ein Zitat aus einer Rede, den Churchill 1946 für unsere Studenten auf der Uni Zürich gehalten hat. An Santa hier kriegen immer Politiker aus der ganzen Welt, die eine Rede an dem historischen Auditorium auf der Uni Zürich zu halten, da wo Churchill für über 70 Jahre den Jungen zugerufen hat. Therefore I say to you, let Europe arise. Das Woche hatte ich die große Ehre, auf der historischen Platz schwätzen zu dürfen. Schon auf der Uni zu Zürich gewesen, wie wichtig und richtig dem Churchill sind wir da auch nach Haut sind. Schon auch der Victor Hugo zitiert, der schon am 19. Jahrhundert eine starke Vision vorgestellt hat. Denn der wird kommen, wo Bomben und Kugeln durch Stimmzettel und durch Entscheidungen von einem großen souveränen Senat ersetzt gehen. So ten Demos an heute prophezeit, dass eine solide Demokratie mit parlamentarischen Strukturen der Europäer vereinigt gibt. Was Victor Hugo geträumt hat, als Schritt für Schritt an Praxis umgesetzt gehen. Heute geht alle politischen Vorschläge gleichberechtigt von den nationalen Ministern an den Europaparlamentariern auf Herz und Niere geprüft, an Recht, wenn die zwei Institutionen sich eins sind. Gibt ein europäischer Vorschlag zu einem europäischen Gesetz. Haut um die parlamentarische Mattentscheidung an Kontrollrecht für alle politischen Domäne. Sozial, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Und das ist gut so. Haut sind wir alle guten Europäer. Wir gehen dafür als Lützebäuer Nationalität und als Lützebäuer Identität nicht ab. Nein, wir wollen auch weiter hier bleiben, was wir sind, und das können wir nicht mehr da bleiben, wenn es stärkt Europa als schützt. Ein Europa, das handlungsfähig ist, das als gleichberechtigte Partner sich auf Weltniveau durchsetzen kann, für und allem an Finanz-, Steuer-, Wirtschaftsform, aber auch an der Außenpolitik, muss Europa mit enger Stimme, mit enger fester Stimme schwätzen. Und dafür bauen wir die Strukturen, die so ein Handeln auch ermöglichen, ein parlamentarisches System mit zwei Chambern, dem Conseil von den Ministern und dem Europaparlament, für die Zukunft auch ein direkt gewählter Kommissionspräsident, wo man dieses Jahr ja schon den ersten Schritt an die richtige Richtung am System Spitzenkandidat gemacht hat, an den europäischen Finanzminister, den als gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik nach außen vertritt. Die Vereinigten Staaten von Europa werden früher oder später den einzigen Weg sein, die einzige Chance für einen stärkeren Kontinent aufzubauen. Während der Krise also auch deutlich ging, dass wir eigentlich heute schon in Europa von den zwei Wettessen haben. Die Eurogroup als der Vierreiter von einem föderalen Europa. Den Euro als eine starke Währung, die zweite Reservewährung auf der Welt und die Lützebäuer sind gleichberechtigt mit Proprietären von der Währung. Mit Membre von der Eurozone dürfen auf keinen Fall ein selekte Club gehen. Wir müssen absehen für die Ahner, die wollen mitmachen als direkte oder indirekte Partner am Euroclub. Für das wir auch mehr nach können sagen, das ist eine Chance, zu der stärkeren Währungszone zu gehören. Ich will es noch einmal betonen, Vereinigte Staaten von Europa heißt nicht dann von Lützeburg als Staat, mehr am Gegenteil. Es bedeutet, ein aufgesichert, stark Lützeburg an einem starken Europa. Es geht doch nicht darum, alles auf Brüssel oder Straßburg zu verlagern. Nein, getreu dem Subsidiaritätsprinzip sollen die Decisionen, die nationale Charakter haben, aber besser vom nationalen Parlament getroffen gehen, auch weiterhin von unseren nationalen Parlamentariern geholt gehen. An Wirtschafts-, Währungs-, Sozial-, Steuer- und außerpolitische Fragen brauchen wir aber eine Stimme, eine starke Stimme, die weit über das Grenzen gehört wird. Nur so können wir garantieren,
dass die nächste Generation an einer globalisierten Welt, wo besonders den asiatischen Kontinent immer mehr stärkt, nach selber können decidieren, wie sie schwätzen, leben und handeln wollen. Weil nimmer an einem stärken Europa können wir bleiben, was wir sind. Das war mein Message zu Zürich während der Churchill-Red 2014. Ich werde mich auf jeden Fall dafür ersetzen, dass es nicht bei der Red bleibt, sondern dass politische Aktion genau an die Richtung geht. Dass sie mir alle gehören zusammen, den nächsten Generationen schuldig sind.